Es geht hoch her an den Märkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den DAX und den Euro-Dollar. Oder sollte man sagen, es geht eher niedrig her, denn der DAX, der ist doch im Sinkflug. Hohe Umsätze, hohe Put-Bestände, die hier neu geschrieben werden, doppelt so viel wie Calls heute Morgen. Das zeigt, das große Geld muss sich absichern. Das hat diesen Downmove nicht erwartet und muss jetzt Absicherungsgeschäfte betreiben, zumal nächsten Freitag dann der Verfallstag ansteht und da muss man sich absichern, falls die Dinge in die falsche Richtung laufen. Absichern auch das Stichwort hier in Tokio, da Verfallstag und das hat den Fall des Nikkei noch beschleunigt, 3,3% das herbe Minus. In Hongkong geht es nur 1% im Minus, Shanghai 0,73 und größter Verlust seit 5 Wochen beim australischen Index mit 1,5%. Ja, das war gestern wirklich eine Story, die dann abends noch kam von Mario Draghi, der kryptisch sich geäußert hat und gesagt hat, ja, wenn die Zinsunterschiede zwischen der Eurozone und anderen Regionen sich angleichen und die anderen Bedingungen gleich bleiben würden, dann würde die Währung unter Druck kommen. Gemeint war der Euro. Ein Nicht-Notenbanker würde einfach sagen, wir wollen, dass der Euro fällt. Draghi hat das verschwurbelt in Notenbankersprech anders formuliert, aber die Message war klar, wir wollen keinen Euro bei 1,40 und das hat den Euro dann doch unter Druck gebracht. Heute sind ein paar Termine auf der Agenda, die aber angesichts der geopolitischen Lage einerseits und den Sorgen um China andererseits eher eine untergeordnete Rolle spielen. Hier die Erzeugerpreise, gestern schon die Importpreise deutlicher gestiegen als erwartet. Vielleicht jetzt auch die Erzeugerpreise um 13:30 und dann um 3:05 die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Das sind die Daten. Aber die Ukraine dürfte im Mittelpunkt stehen. Heute trifft sich John Kerry, der Außenminister der USA, mit Lavrov, dem Außenminister Russlands. Das wird wahrscheinlich ein zentrales Event werden heute. Wie die Botschaften von diesen Treffen lauten, das dürfte die Märkte heute maßgeblich beeinflussen. Das erfahren Sie natürlich wieder auf www.finanzmarktwelt.de. Live-Kommentare, Hintergründe und eben die Handelssignale, die Sie sich mal anschauen sollten. 4 Wochen kostenfrei, das ist ein echtes Geschenk. Aber jetzt schauen wir uns mal die Charts an. Schauen wir mal an, was der DAX hier fabriziert. Und der hat erwartungsgemäß unter der 9000er-Marke jetzt schon eröffnet. 8.943, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Lange schon haben wir keine 8 mehr vor dem DAX gesehen. 8.940 aktuell. Wir sind schon knapp über der 8.900er-Marke gewesen auf Future-Basis. Konnten uns jetzt ein bisschen erholen, aber die Frage ist, wie weit gehen diese Erholungen? Da dürfte Volatilität zu erwarten sein, da wird es rauf und runter gehen, aber die Grundtendenz ist eben momentan nach unten, auch wenn sicherlich Erholungen, schnelle Erholungen mal drin sind, aber wie nachhaltig sind die, das ist die Frage, denn viele werden sich nicht übers Wochenende long halten wollen, wenn eben die Abstimmung des Referendums auf der Krim der Fall ist. Auf der Unterseite dann noch die 8.770 zu nennen, eine Unterstützung aus dem Oktober letzten Jahres. Schauen wir uns mal den Euro an, der jetzt ein bisschen sich wiederholen kann. Nach der Keule von Draghi gestern ging es natürlich rapide nach unten, aber hier erstmal die Zone 1,38, 44, 45 hat erstmal gehalten. Jetzt versuchen wir eine Erholung. Gleichwohl ist jetzt doch wieder ein neues Spiel. Die EZB will keinen Euro über 1,40 und das dürfte jetzt die Anstiege deckeln. Draghi selbst hat jetzt sich in die Waagschale geworfen und das ist wieder mal ein Game Changer, nachdem er letzte Woche, genau vor einer Woche, nämlich am Donnerstag, diesen Fehler gemacht hat und den Euro im Grunde stark geredet hat, hat er jetzt versucht, das Ganze zu reparieren. Wir wollen schauen, was wir reparieren müssen heute Abend im Marktgeflüster. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann erstmal alles Gute. Servus, ciao.